Willkommen zurück zu einer weiteren zugeschneiten Folge South Park Snow Day mit einem Mann, der gesagt hat, er mag Schnee, aber gerne hintenrum und er zieht es sich gerne rein. Merle. Ich kann saugen, ich muss ganz dringend auf diese Toilette gehen. Keiner darf sehen, was ich dort mache. Oh, ich werde berauscht. Alter, dunkle Materie. Welch wunderschöner Weihnachtszauber. Boah, ich hab den braunen, schwarzen Duschspaß meines Lebens gehabt. Ich wurde richtig berauscht mit Dünsch. Das hat sich richtig gut angefühlt. Achso, jetzt können wir schon zu Dings gehen, wo wir vorhin schon mal waren. Also Jimmy und da uns ein geiles Upgrade holen, weil irgendwie wird ja mit Upgrades in dieser Mission äußerst knausrig umgegangen. Haben wir auch alles Wichtige? Waren wir überall so? Aber waren wir auch in der Ecke? Ich geh mal ganz kurz noch hier hin. Vorher schon alles abgelunzt. Naja, ne, hier war auch nichts mehr. Ah doch, hier ist noch was Kleines. Ein wenig Klopapier und vielleicht ein, zwei Materiekrümel. Muss alles an dunkler Materie rausschlecken, was ich schlecken kann. Eigentlich ist dunkle Materie auch ziemlich knapp, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Weil die Leute essen halt wenig, dadurch gibt es wenig Dünsch. Oh, was ist das hier für eine Ecke? Gibt's hier noch ein bisschen Materie? Ja, es ist halt so ein bisschen grindy auch gemacht, ne? Weil ja, klar, du musst die Levels öfter spielen und dadurch kriegst du mehr Materie und dadurch wirst du geiler und so. Ja, eben. Bist du schon bei Jimmy? Ja, in der Nähe. Dann hab ich nochmal ein bisschen Materie und so gefunden, ne? Was ist hier? Hier war nix, oder? Also hinten war nochmal ein bisschen was. Ein, zwei Mülleimer. Ja, hier ist jetzt auch noch eine kleine Kiste, ein Mülleimer. Alles bisschen Klopapier. Ist hier hinten noch in der Ecke. Ach klar, lang ich rein, du. Was? Ja, doch. Was kann man eigentlich mit Klopapier machen? Für was ist das gut? Ja, irgendwie einkaufen auch, ne? Du suchst nach dann reden wir mal mit dem alten Jiminy. Schau dir an, was ich zu bieten habe. Boah, ich nehme das hier. Ja. Soll es die sein? Toll. Geil. Lebe wohl. Ich habe den tiefgekrochenen Rektum-Modus jetzt. Ganz tief rein ins Rektum. Tief rein ins Rektum. Die Müllkippe, die vergessenen Länder sind das Reich der barbarischen Großtrolle. Oh. Es heißt, der Morschwalker habe es einst in die Trollhöhle rein und mit dem heiligen Schatz wieder rausgeschafft. Viel Glück, Neuling. Du musst also nur den sechs Wesseln ihr Zeug klauen und abhauen? Pff, okay. Sie sind nicht mal hier. Die Sechsklässler sind bestimmt irgendwo versteckt. Die macht der Sechsklässler ist wahrscheinlich very strong. Wir sind wahrscheinlich gerade irgendwo kiffen oder so. Wahrscheinlich. Was man eben so macht in der sechsten, ne? Ja. Ich hab wieder 108 dunkle Materie. Ich hab 99. Ah, ja, die heiligsten Texte der Sechstklässler. Zeitschriften mit Brüsten und Füßen. Oh. Sieht für mich wie ein Schatz aus. Nimm ihn mit und hau ab. Ja, das gibt doch Ärger. Sechstklässler, du denkst, du kannst einfach unsere Pornos klauen? Lass die Bestie raus! Boah. Alter! Kann man in der sechsten Klasse schon sowas fahren? Dieser Viertklässler will unsere Pornos klauen! Ja. Was ist das? Sind das Flammen? Das ist ein Todespflug! Das ist ein beschissener, feuerspeiender Todespflug! Und die Fahrer sind stinksauer, also lauf! Ja, aber wohin? Du entkommst ja, nicht, Viertklässler! Hm. Wie lange zum Ausgang? Getroffen. Hier ist der Ausgang, aber ich will noch die ganzen Mülltonnen und Kisten. Hier ist Kram. Ich muss gierig sein. Also, oh. Gegrillter Viertklässler, bitte sehr. Haha. Dieser Tank könnte explodieren. Müssen wir die alle besiegen? Weiß ich nicht. Hier oben ist das Ultrakarte. Jo. Das Devil gegrillte Viertklässler. Hey. Attacke! Verdammt! Boah, mit dem Rektumschub der Gerechtigkeit, du. Da machst nix. Au, das wird wehtun. Boah. Lauf, Viertklässler! Ich hab dem richtig
den Schub gegeben. Ich hab den richtig in meinen After gesogen. Alter, knacke das Schloss. Ja, sehr gut. Jetzt weiter. Hier ist die Kiste. Magst du Feuer, Viertklässler? Oh shit. Ich explodiere. Oh, einer von unseren Spieler 1. Mates der Mordflug ist down, ist genau ne? da. Hör auf zu plündern, ja. Scheiße. auf hey, zu plündern. Ich kann nicht. Ich bin geboren zum Plündern. Vergiss es. Au. Was gibt's hier drüben denn noch? Toilettenpapier ist bei euch. Spieler 1, boah. Spring in den tiefen Schnee, hä? Um das Feuer zu löschen. Ich bin down. Aber wie schnell? Keine Ahnung warum. Ich hatte volles Leben. Au. Auf einmal hat mich... Wir sind hier. Da gekillt. Ja, es dauert nur ewig. Es dauert sehr lange. Komm schon, Spieler 2. Oh. Das sah schmerzhaft aus. Kann ich dich überhaupt holen? Nicht, dass ich... Ich krieche. Ja, komm. Lebensretter. Boah, die schießen zurück. Boah, wir müssen schnell hier weg. Da oben ist noch so ein fieser Goon. Oh, was? Er kommt! Die feuerspeiende Mordmaschine kommt noch immer. Da oben ist noch einer. Wo? Hier. Hab ihn. Jetzt. Jetzt. Oh. Achtung, die schießen da hinten. Autsch. Hey, Spieler 1. Du benutzt diese Bullshit ziemlich oft. Pass auf deinen Darm. Wo hast du das her? Du wach. Nein, mein Schild. Jetzt. Verdammt. Die kotzen. War das eine Fähigkeit von dir? Ja, das war meine Bullshit-Karte. Du irgendwelche Furzschilde. Überleben, du Depp. Nein, ich bin erledigt. Fein, ich bin erledigt. So, wir müssen weiter. Au. Das ist eine Stressrunde, du. Wir müssen halt jeden besiegen, damit dieses blöde Tor aufgeht. Oh, bin getroffen. Los damit. Oh. Oh, er ist weg. Da oben ist wieder eine Kiste. Da oben gibt es ein bisschen Materie und so ein Zeug. Der Ausgang ist zu scheiße. Spieler 1. Der Todespflug ist so nah dran, dich zu ermorden. Los! Ach, schade. Ich werde es vermissen, mit dir zu Hey, ich glaube, die Sechstklässler wollen dich echt umbringen. Beweg dich! Los! Warte mal! Schau dir diese großen Magneten an! Er wird wohl... Oh nein, der macht Bullshit! Oh Gott! Oh nein! Jetzt mit Raumfahrttechnik ausgestattet! Raumfahrttechnik und so ein Zeug. Ich baue eine Kanonenkugel, weil hier kannst du Kanonenkugel aktivieren. Oh, hier ist einer. Dieser große Magnet schaltet sich nicht von selbst ein. Ich meine, das wäre cool, aber er tut es wohl nicht. Ey, die sprengen mich. Ich bin schon wieder tot, Alter. Willkommen. Hier ist einer mit einem Laserschwert. Wie ein Laserschwert? Nur eine Idee, aber ich glaube, du kommst raus, wenn du die Generatoren einschaltest. Ja. Ich glaube an dich, neuer Neuling. Wir müssen Generatoren einschalten. Der Flug hat angehalten. Ich habe nichts getan. Was? Mal sehen, was los ist. Oh, falscher Alarm. Sie versuchen immer noch, dich zu töten. Boah. Willst du vielleicht mal die Generatoren starten? Ja, würde ich gerne, aber ich kann durchgehend einfach nicht aufstehen oder irgendetwas tun. Wow, eben gerade hat mich was richtig gesprengt. Ich werde nur gesprengt hier. Das ist mein fieser Schnitt. Ich bin auch jetzt gepinkeit. Dieser große Magnet schaltet sich nicht von selbst ein. Ich meine, das wäre cool. Jetzt habe ich wieder Durchfall oder sowas. Ich dir die Knie. Ja, ich bin erschlagen. Oh. Ich hab den Dicken gleich weg. Er ist down. Ist hier oben? Nichts. Da sind viele. Da, wo Spieler 3 rumrennt. Oh nein! Wie bin ich jetzt runtergerutscht? Wow! Verdammt! Ich werfe es! Ich hab schon einen Raketenwerfer-Dude eingequieft, Alter. Warte
Guck mal, ich kann die ranziehen jetzt, weil ich ein Vakuum erzeuge durch mein extrem ausgeleiertes Arschloch. So ein Fitnessdarm, du. Ich hab so ein Fitnessdarm. Und dazu habe ich auch hier dicke Bakterien von Brady. Ich habe so Brady-Bakterien in meinem Anus. Mach Platz, Idiot! Ich muss ihn reparieren und Viertklässler killen! Ja, guck, so ein Brady-Anus ist echt stark. Neuling, dein... Ich hab's! Wir schmücken diesen Flug mit Viertklässlerknochen! Boah. Wer steuert denn den Kran? Oh je, es hat funktioniert. Sag Stan nicht, dass ich dir geholfen hab. Ich glaube, er wird sonst sauer. Du hast es geschafft. Ja, fress das, Sechsklässler. Das war's mit der Prüfung. Warum gehst du nicht zur Klokabine und ruhst dich aus? Untersuche die Klokabine, warte. Wo ist sie denn? Oder erst looten, ne? Nicht, dass wir irgendwie rausgezogen werden aus dem Ganzen. Komm mal mit. Folgt mir mal. Da vorne war nämlich noch, glaube ich, hast du nicht bekommen, eine Bonuskarte. Ich habe das nämlich mit der Eiskanone freigeschossen. Hier. Hier müsste noch ein Bonus für dich sein. Schönen, dicken, fetten Bonus. Boah, hier. Noch eine Kiste und alles. Komm mal hier hin. Irgendwie liegt hier überall Zeug rum. Ja, es gab halt voll viele Kisten und Bonuskram. Die schön dunkle Materie gab's da. Ich hätte jetzt gerne so einen ganzen Mund voll. Ich würde es mir richtig schön an die Lippen schmieren und so. Hier ist noch eine Kiste. Ich hätte jetzt gerne jemanden, der mir schön ordentlich dunkle Materie in den Mund gurgelt. Aber keine Bonuskarte, ne? Nee, aber Materie. Oh, da hinten ist doch was. Hast du die hier eingesammelt? Die ist offen, ja. Okay. Um ehrlich zu sein, dachte ich, du wärst erledigt. Das schreit nach einem Upgrade. Na gut, dann schauen wir mal rein. Leckere, köstliche, dunkle Materie. Die schmeckt nach Erdnuss. Lecker. Siehst du etwas, das dir gefällt? Ich mag's, wenn mir Leute in den Mund kacken. Müffeln kann jetzt Tote auferstehen lassen. Ach guck mal, du kannst für Klopapier auch mischen. Also, was denkst du? Ich misch mal. Gefallen dir noch andere? Ja, und du kannst, glaube ich, den Wert der Karte auch steigern mit dunkler Materie oder so. Das geht auch. Nee, auch mit Toilettenpapier. Das ist ja nice. Hervorragende Auswahl. Ich drück dir die Daumen. Das ist ja nice. Ich hab eben nochmal neu durchgemischelt und da habe ich was Geiles rausgemischelt. Achso, der geschafft. Mischler. Doggy hat dir das nicht zugetraut, aber ich hab an dich geglaubt. Also gut, Doggy. Geh jetzt Stan suchen und mach ihn fertig. Stan wird bereuen, dass er mich jemals herausgefordert hat. Da unten ist ein Eisklumpen. Stan ist auf dem Spielplatz. Auf der anderen wir Seite war eine Kiste. Seine Wachen im Kino ausschalten. Die Frage ist nur, wo ist hier die Kanone? Weil die muss ja im Sichtfeld des Klumpens sein. Ah, hier drüben. Ja, aber da brauchen wir immer noch eine Kugel. Hä? Was kann ich denn da einsammeln? Hier sind noch voll viele Mülltonnen und so, ne? Auf dem Auto war Kacke. Komm mal hierher. Kannst du es auch? Ja, aber guck mal hier, hier ist... Oh, ich hab die Kanonenkugel. Warte, ich komm. Ich hab eben von einem Auto Kot gekratzt. So gefrorener Durchfall. Hinten in der Ecke waren ganz viele Mülltonnen und so. Meine Fresse, Neuling. Geh durch das Dach hinein. Wird ein bisschen nach hinten gegangen. Hier ist nochmal eine Kiste. Da ist die Kanone. Hast du hier die dunkle Materie runterkratzen können vom Auto? Ja, also die war schon runtergekratzt. Ui. Mein Flammenstab lädt sich jetzt noch schneller auf.
Oh, hier ist so eine Kiste auf der Ladefläche. Ja, die hatte ich vorhin von oben schon gesehen. Boah, Alter, Explosionswelle 5. Die Unchristliche steht da noch in Klammer. Alles voll Idioten mit Pfeilen, wie schwer kann das sein? Ah, verdammt, nein! Ah, es sind nur ein paar Loser mit Pfeilen, wie schwer kann das sein? Nicht den Bogen! Macht sie fertig, Marschwalker! Wow, 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 Marschwalker! Alter, was gibt's denn hier oben, Junge? Da müssen wir hin. Warte mal, wenn wir da hin müssen, ist da hinten noch irgendwas? Ja, guck mal, da ist so eine Kiste. Und eine Kanonenkugel in der weiteren, aber gibt nichts mehr zum Abschießen, oder? Ich hab gute Treffer gelandet. Müsste ich jetzt nicht. Da so ein bisschen dunkler Goo, Rektalgoo. Ah, hier unten, guck mal, warst du schon im Kino dran? Muss man nicht übers Dach? Ja, ja, aber hier unten geht's, hier ist so eine Mülltonne und eine Kiste. Ein bisschen Goo. Jetzt ein bisschen Goo-Papier. Goo-Papier. Oh, 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 Tiere! Alles das wilde ist Tiere. Nicht nett. Tiere. Alles wilde Tiere, hat sie bei mir gesagt. Das ist gar nicht nett. Ja, die Kinder der Stadt haben ja alles eingenommen. Richtig barbarisch. Richtige Barbaren, ey. Hat er von den Mongolen wahrscheinlich gelernt, ne? Und dann hat er Dings noch vorgeschickt am Ende, weißt du, hat Kenny noch vorgeschickt. Ja, für ein paar Dollar, weil Kenny arm ist. Der Neuling ist da. Tja, Kenny ist arm. Alter, aber Bogen macht heftig Schaden. Ja, Flammenwerfer weiter. Auch hier. Wow, ich bin... Ne? Ha, da oben. Daneben. Bin ich jedenfalls runtergeprügelt, dann war ich aber wieder da. Pause. Danke, ich brauche ein Päuschen, aber ganz dringend. Gib auf! Kommt in meinen Darm! Das oh nein! Genieß Durchfall! Ey, Spieler 1! Ja, ja, wir wissen, dass du gut furzen kannst. Ja, ich kann verdammt gut furzen. Bin der Beste. Ja, ich bin tot. Im Defeklieren. Ich konnte nicht blocken! Ich konnte nicht blocken. Irgendwo lebt ja noch jemand, oder? Ah, ne, es geht. Glaube ich. Ja. Haben wir alles? Ja, hier war ja jetzt nicht viel. Also die Kiste da hinten, eine habe ich da hinten aufgemacht. Ja. Dann let's go! Wir haben's fast, Neuling. Wir sind so kurz davor, Stan in den Arsch zu treten. Ah, ist kein cooler Loot. Oh Gott, Alter, die Gnomenhöhle hier. Sind auch diese Männchen drin? Boah, von den Marschwalkern. Gläser voller... Das Great Canadian Duo. Was? Der Terrence und Philip Film läuft hier. Verrückte kanadische Furzliebhaber? Ach, guck mal, hier läuft der, guck mal. Ein Katapult. Ja, sag ich doch, hab ich doch gesagt. You away. And words will fly at your pass. Ist bei dir auch spiegelverkehrt? Mhm. Wir sind ja auch auf der Rückseite des Kinos. Ja. Haben sie da nicht irgendwie Ding angeguckt extra für? Russell Crowe. Ja. Filme machen und Musik und kämpfen bis ans Ziel. Ich wurde durch die Leinwand geschleudert. Da sind die Neulinge. Ich bin oben. Wir haben keinen Schnee, wo sie sich verstecken können. Flammenwerfer ist so geil. Ach, nein. Come on! Ach, das ist doch Bullshit. Von wegen. Nein, Schamanen die können jetzt Spezialpfeile hergestellt. Dich noch besser abschießen. Feindliche Bullshit-Karte! Verzauberte Munition! Aus einem Pfeil werden viele... Sie haben die Türen aufgebrochen. Raus da! Aber ich hab sie eingequieft, Alter. Nur meine Arbeit. Oh, das ist ein Heiler. Au, zu fest. Au, zu fest. The greatest duo of all time is back. Er liebt Möffeln. Au. Nee, wenn du erstmal so einen Dauerflammenwerfer hast durch die ganzen Upgrades, das ist schon geil. Ja, aber durch das Müffeln kämpft er jetzt halt für uns gegen die Kinder. Ah, Müffeln ist OP. Er
erwischt. Fiesen kleinen Stinky Diver. Scheiße! Oh, hier ist noch einer von den dicken Boys. Ui. Wer will's wissen? Ich dachte, das fühlt sich anders an, in die Fresse zu bekommen. Der Pyromane! Ich mach dich platt, Viertklässler! Er wollte wieder flüchten. Ja, ja, die wollen flüchten. Aber wenn die flüchten, kriegen wir halt auch keinen Schmeckleck. Wollen wir hier noch Sachen einsammeln? Nein, nein! Oh, nein, verdammt. Nein! Oben war noch Kram auf jeden Fall. Das ist dumm. Ne, oben ist nichts mehr. Echt? War nichts mehr oben? Ja. Unten drin irgendwas? Na gut, so ein paar Rollen Klopapier, aber... Bei den Exits hier, ich habe nochmal eine Rolle Klopapier eingenuckelt. Eigentlich ist dunkle Materie das Wichtigste, ne? Ja. Aber ich habe auch schon wieder dunkle News, denn die Folge ist auch schon wieder rum. So dunkel. Oh, es geht alles so schnell hier. Oh, hier sind noch Kisten. Doch, hier oben ist noch einer. Zwischen den Kinobänken. Oh. Da ist nochmal ein bisschen Material drin. Macht die da hier Liegestützen? Ja. Ja, oder? Ja gut, die haben so Schneeengel-Liegestützen, die machen alle so komische Moves. Alle ein paar Moves, ja, das stimmt. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. South Park Snow Day bewerten, kommentieren, beim nächsten Mal wieder mit reinsaften. Auf Wiedersehen und tschö! Ding Dong!